Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Full-Face-Make-up und zwar nur von einer Marke, also ein One-Brand-Make-up-Tutorial von Catrice. Da sind für mich viele neue Produkte dabei, die ich aus diesem aktuellen Sortiment jetzt noch nicht getestet habe, was jetzt aus dem letzten Update halt kam. Sind viele Sachen dabei, aber auch ein paar Produkte, die ich schon vorher getestet habe, also ein paar First Impressions und ein paar Produkte, die ich schon ganz lange und gerne benutze. Ich fange mal an mit dem Primer und da habe ich jetzt von Catrice Cosmetics den Mattifies Prime and Fine Pore Refining Anti Shine Base. So sieht das Produkt aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal hatte. Habe ich mir jetzt nochmal neu gekauft. Ich weiß es nicht, ob ich den schon mal hatte. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall mal testen. Ist auch noch so ein Verschluss drauf. Gut. Und dann teste ich das Ganze mal auf. Ich gebe das mal auf meinen Handrücken. Ist nicht, ja, ist cremeartig, wie so eine Tagescreme fühlt sich das an. Und den gebe ich jetzt einfach mal auf mein Gesicht. Ich hole euch mal ein ganz bisschen näher ran. Riecht nicht, was ich gut finde. Also er hat jetzt keinen Geruch, so ist recht geruchsneutral. Zieht recht schnell ein, also fühlt sich sehr an wie so eine Tagespflege. Aber fühlt sich ganz gut an. Könnte ich mir vorstellen, dass dadurch das Make-up auch wirklich tatsächlich besser und länger sitzt. So, der ist aufgetragen. Also wie gesagt, klebt nicht, fühlt sich sehr weich an. Gefällt mir, also das Gefühl gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, dann mache ich mal mit der Foundation weiter. Und da habe ich eine Foundation, die ich schon länger benutze und die ist auch schon fast leer. Das ist die HD Liquid Coverage Foundation, die alte Variante. Die neue habe ich auch, die möchte ich aber noch für eine First Impression aufbewahren. Und das ist jetzt die Farbe 10, Light Beige. Benutze ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Leider ist sie jetzt fast leer. Wobei ich die Pipette so ein bisschen blöd finde, weil ich finde, das bringt so gar nichts. Die nimmt eigentlich kaum Produkt auf, meiner Meinung nach. So. Ich habe mir jetzt einen neuen Beauty Blender mal genommen und damit werde ich das jetzt machen. Ich brauche nur gerade einen Spiegel, einen vernünftigen. So. Dann gehe ich da mal rein und trage das auf. Ich muss auch sagen, ich greife bei Foundations meistens tatsächlich, ich habe ja auch viele High-End Foundations, aber ich greife meistens tatsächlich zu meinen günstigeren Foundations, auch wenn ich auf Partys gehe tatsächlich, was mich sehr wundert. Weil ich da tatsächlich eher zu meinen Drogerie-Foundations greife. Das bedeutet, man braucht da, finde ich, tatsächlich keine unbedingt teuren. Ich benutze am meisten, wozu ich also am meisten greife, ist bei mir die Catrice Foundation All About Matte, heißt die so. Ich weiß auch nicht, ob sie noch... Doch, die gibt es noch. Die hatte ich nämlich letztens leer gemacht und habe mir die nachgekauft. Zu der greife ich immer, weil die hat die perfekte Farbe für mich und... Sitzt gut, hat ein gutes Finish. Ich mag die sehr, sehr gern. Diese Foundation mag ich auch. Ich finde, die hat jetzt nicht mega die Deckkraft. Also, ja, eher eine leichte Deckkraft meiner Meinung nach. Man sieht meine Sommersprossen noch gut durch. Man kann sie ein bisschen aufbauen, aber ich finde, es muss auch nicht immer so eine mega Deckkraft sein. Ich möchte einfach nur einen ebenmäßigen Teint dadurch haben. Und genau, das finde ich, macht diese auch. Noch ein bisschen mehr. So, Foundation habe ich jetzt aufgetragen. Ich gucke mir das gerade nochmal an. Ich finde, sie sitzt gut, auch wenn ich habe um die Nase momentan, weil ich ein bisschen am Kränkeln bin, habe ich hier so ein bisschen, sag ich mal, schuppige, trockene Haut. Und selbst da setzt sie sich jetzt nicht extrem ab. Also man kann das so ein bisschen vielleicht sehen. Aber da kenne ich wirklich Foundations, die definitiv da sich richtig absetzen. Das tut die nicht. Die setzt sich gut auf meine Haut. Sieht soweit ganz gut aus. Wie gesagt, Haut sieht wie Haut aus. Also man sieht noch gut alles durch, sage ich mal. Hat eine leichte Deckkraft halt. Man sieht meine Sommersprossen, man sieht noch leichte Rötung. Hier auf der Nase habe ich so ein bisschen was Gerötetes. Das sieht man noch, aber ich finde, es hat es auf jeden Fall einiges schöner gemacht, ein bisschen frischer. Und für das Schlimmste kann man ja noch ein bisschen Concealer benutzen. Für mich reicht so eine Deckkraft, gerade so im Alltag. Aber zum Feiern gehen benutze ich inzwischen auch keine groß deckenderen Foundations als diese. Finde ich für mich einfach ausreichend.
Klar benutze ich auch mal eine High Coverage Foundation, aber eher selten, sehr, sehr selten sogar. Da gefällt mir das meistens sogar hier so besser. Also Foundation sehr gut. Dann habe ich natürlich, was glaube ich jeder schon kennt, die Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice in der Farbe 05 Light Natural. Ich glaube, sagt jedem was, das ist so der Concealer, glaube ich, in der Drogerie, halt der günstigste auch mit. Richtig toller Concealer, habe ich mir schon tausendmal nachgekauft, weil ich den einfach über alles liebe. Und der hält gut auf und deckt ab ordentlich. Den trage ich halt einmal auf den Nasenrücken auf, unter den Augen und ein bisschen am Kinn. Das sind immer so die Stellen, wo ich den Concealer benutze und dann vielleicht vereinzelt noch, wenn ich irgendwo ein bisschen Pickel habe. Hier habe ich irgendwie momentan so kleine rote Stellen, keine Ahnung, ob ich da Pickel kriege oder was weiß ich. So, das sind so die Stellen, wo ich Concealer auftrage und den blende ich jetzt einfach auch ganz normal mit dem Beauty Blender ein. So, auch der Concealer ist aufgetragen und da kann ich euch schon auf jeden Fall sagen, ist ein Top-Concealer. Könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr euch den kauft. Also ich glaube, ich habe davon bis jetzt auch nur Gutes gehört. Richtig, richtig toller Concealer. Dann teste ich jetzt ein Produkt, was ich bisher noch nie probiert habe. Und zwar ist das, glaube ich, auch neu. Das ist der Slight Illusion Loose Powder in Yellow Matte. Und zwar ein Banana Powder. Und das werde ich jetzt einmal austesten. Ich bin sehr gespannt. Ich habe immer bei Banana Powder so ein bisschen Angst, dass ich nachher komplett gelb bin. So, ich habe jetzt hier das Puder. So sieht das aus. Halt so eine gelbliche Farbe. Und das werde ich jetzt mit dem Beauty Blender aufnehmen und unter meinem Auge auftragen. Halt, um da ein bisschen zu baken. Mache ich das auch noch ein bisschen am Kinn und auf der Nasenpartie. So, das lasse ich jetzt ein bisschen einwirken und danach pudere ich das gesamte Gesicht damit ab. Teile das gleichzeitig im restlichen Gesicht. Genau, im restlichen Gesicht. So. Nehme ich nochmal den Rest aus dem Deckel für die Stirn. Gehe nochmal überall drüber, auch den Hals hinab. Ja, sieht gut aus. Also ich finde nicht, dass das mein Gesicht jetzt gelb gemacht hat. Ich habe nämlich ein Banana Powder. Wenn ich das hier auftrage, dann ist das wirklich richtig gelb. Das kann man nachher alles noch ein bisschen kaschieren, aber da fällt mir das halt richtig auf. Das finde ich jetzt so gar nicht. Fühlt sich sehr seidig an. Gefällt mir gut. Kann man gut mit baken, würde ich sagen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann mache ich jetzt nächstes weiter mit den Augenbrauen und da habe ich meinen absoluten Favoriten, was ich immer benutze. Kann für mich auch kein Produkt tatsächlich mithalten und zwar von Catrice das Eyebrow Set. So sieht es aus, das benutze ich seit Jahren, ist schon mein keine Ahnung wie viel es ist. Und ja, ich benutze es halt immer, immer wieder. Wisst ihr eigentlich schon, wenn ihr mich lang schaut. So, Augenbrauen sind gemacht, geht für mich immer sehr, sehr schnell mit diesem Produkt, deswegen finde ich das natürlich auch super. Dann habe ich jetzt aber noch ein neues Produkt und zwar Darker Brows in 2 Weeks Brow Colorist Semi-Permanent Brow Mascara.
Damit möchte ich jetzt eigentlich, also es steht ja im Grunde, dass es auf Dauer die Augenbrauen einfärbt. Weiß ich jetzt nicht, aber ich möchte damit einfach gerne meine Augenbrauen setten, beziehungsweise einfach, dass sie in Form bleiben. Da ich ja Kosmetikerin eine Ausbildung mache, habe ich auch selber für mich hier Produkte, womit ich Augenbrauen färben kann. Und von daher brauche ich das jetzt nicht unbedingt, weil ich habe halt Färbemittel für meine Augenbrauen. Das ist eigentlich kein Problem für mich dann. Das kann ich mir eben schnell selber machen, das geht nämlich ganz, ganz flott. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist richtig fein, das Bürstchen. Also wirklich, wirklich fein. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da dann so viel Produkt bei drauf kommt. Aber ich will das Produkt doch gerne mal austesten. Mal schauen. Also ich spüre auf jeden Fall, dass ich Produkt drauf kriege. Man sieht auch ein bisschen, dass sie... Oh ja, sie gibt auf jeden Fall sehr gut Farbe ab. Aber das Bürstchen gefällt mir sehr, sehr gut. Das kann man sehr gut mitarbeiten. Es kommt auch nicht zu viel Produkt auf das Bürstchen, was mir gut gefällt. Also, das muss man natürlich öfter mal testen, aber gefällt mir ganz gut soweit. Man kann es auch gut mal vielleicht testen, wenn man schon relativ füllige Augenbrauen hat, nur das zu benutzen. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich finde auch das Packaging, also die Verpackung sehr, sehr hübsch mit diesem Rose Gold, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, gefällt mir. Also Catrice ist sowieso, finde ich, eine sehr, sehr tolle Marke. Ich liebe die Produkte davon, also freue ich mich auch schon eh auf dieses Video, um die ganzen Produkte zu testen. Dann habe ich nämlich noch ein Produkt, das kenne ich auch schon. Das ist der Prime & Fine, die Eyeshadow Base. So sieht das aus. Habe ich schon länger in Gebrauch, finde ich ganz, ja, ganz okay. Bei Eyeshadow Base habe ich jetzt eh keine, wo ich sage, wow, die ist mega. Ich finde alle eigentlich ganz okay. Ich habe auch viele halt außer aus dem High-End-Bereich, aber ich finde jetzt keine, die jetzt so mega heraussticht, muss ich sagen. Von daher tut es diese hier auf jeden Fall auch so. Habe ich einfach mit den Fingern aufgetragen. Und dann habe ich jetzt eine Palette, mit der ich noch gar nicht weiß, was ich anfangen soll. Die habe ich mir aber einfach mal bestellt, weil ich fand die ganz interessant. Die ist nämlich auch neu. The Glitterizer Mix and Match Eyeshadow Palette. So sieht die aus. Ist recht klein und handlich. 8 Gramm sind das. Ich mache sie mal auf und zeige sie euch. Das sind die Farbtöne, die da drin sind. Also nicht wirklich so eine Alltagspalette für die meisten, würde ich mal sagen. Das sind auch alles halt Glittertöne. Ja, und zwar steht hier, dass das beides hier die Base Coats sind. Als Basis, um mehr Tiefe zu verleihen. Dann kommen hier die 4 Glitter Shades. Diese. Trage ein oder mehrere Glitterfarben auf, den schwarzen Base Coat auf. Und dann ist hier noch der Top Coat. Um den Effekt zu verstärken und um ein mehrdimensionales Finish zu erreichen, wähle einen Topcoat. Ich werde das jetzt tatsächlich mal genauso austesten und hoffen, dass es klappt. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Also man kennt ja die Technik eigentlich, dass man schwarzen Lidschatten auftupft zum Beispiel und dann nachher eine Glittershade drüber, dass das dann doller hervorkommt. Habe ich aber tatsächlich noch nie selber gemacht. Ich werde das jetzt hiermit ausprobieren und hoffe, dass da einigermaßen was Vernünftiges bei rumkommt. Ich weiß auch noch nicht ganz, wie ich es mache. Aber wir schauen mal. So, also ich habe erstmal mein ganzes bewegliches Lid jetzt schwarz gemacht. Auf die Seite mache ich das jetzt auch noch. Ich habe so das Gefühl, dass das Schwarz so einen leichten Grünschiff da mit drin hat. Wenn ich mich so ein bisschen bewege, sieht das irgendwie, finde ich, ein bisschen grün aus. Oh mein Gott, ich habe Angst, dass das gleich richtig scheiße aussieht. Gut. Ich werde das jetzt aber schon mal ein bisschen verblenden. Weil das kann ja nicht so bleiben. Das sieht ja ein bisschen bescheuert aus. So, ein bisschen ausblenden. Hier auch.
So sieht das bisher aus. Ich werde mir jetzt mal den Bronzer benutzen. Zeige ich euch gleich nochmal. Den benutze ich jetzt einmal kurz, um da eine Übergangsfarbe zu schaffen, weil das finde ich so nicht so schön. Da fehlt mir einfach nämlich noch was. Deswegen gehe ich da jetzt mal mit dem Pinsel rein und versuche hier so das ein bisschen reinzublenden. Nur ein bisschen auf beiden Seiten. So, das reicht mir auch schon. Und dann gehe ich jetzt nochmal mit dem Schwarz. Blende das noch ein bisschen hoch. Ja, wenn man mit Schwarz arbeitet, ist halt immer viel Blendearbeit, ne? Das ist halt. Gehe in diese Farbe hier rein, die finde ich ganz hübsch. Und benutze die erstmal für hier innen. Erstmal mit dem Pinsel gucken, wie das wird. Oh ja. Seht ihr das? Sieht ganz schick aus. Das gefällt mir ganz gut. Oh ja, auf jeden Fall Fallout. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber das hätte ich mir gleich denken können. Habe ich nur nicht drüber nachgedacht, wie das dann manchmal so ist. Funktioniert auf jeden Fall ganz gut, aber ich möchte das Ganze nochmal mit dem Finger testen und das damit auftragen, weil ich glaube... Oh ja, Man sieht direkt voll den Unterschied. Einfach so mit dem Finger ein bisschen rein und dann aufs Lid aufpressen. Nicht wischen, einfach nur draufdrücken. Damit die Pigmente schön raufgedrückt werden. So, außen möchte ich das gerne so schwarz lassen, deswegen werde ich von den Glitterfarben jetzt keine zusätzliche noch benutzen, obwohl ich könnte vielleicht diesen Ton da drüber noch versuchen, ob der sich noch abhebt, dass ich den ein bisschen weiter noch nach außen gebe. Ja, aber die tun sich jetzt nicht so viel, ein bisschen. Aber... Aber es funktioniert auf jeden Fall, wie es da steht. Und jetzt werde ich genauso noch einen von den Topcoats auftragen. Ich will mal versuchen, den einen als Browbound-Farbe hier zu benutzen. Geht auf jeden Fall gut. So, den würde ich dann auch in den Innenaugenwinkel geben. Sieht auf einmal dann so rosa aus. Im Fändchen ist der halt weiß mit einem leichten rosa Stich. Aber aufgetragen wird er komplett rosa. Ziemlich cool. Deswegen gebe ich den auch in die Mitte des Lids auf. So als kleinen Highlight. Seht ihr das? Mache ich hier auch. Blende das aber ganz leicht ein, sonst ist mir das zu doll. So. Ja, funktioniert. Dann gebe ich das noch am unteren Wimpernkranz. Gebe ich mir auch das Schwarz auf. Und das ist erstmal... Das Augen-Make-up soweit. Natürlich fehlt da jetzt noch ein bisschen, sonst sieht das total bescheuert aus. Ja, sie funktionieren soweit, aber... Also die Palette ist gut. Man kann damit gut arbeiten. Das klappt alles, aber ja, es ist nicht so mein Favorite. Also so richtig schwarze, dunkle Augen mache ich mir relativ selten. Wo ist eigentlich mein Pinsel? Mache ich mir relativ selten, muss ich sagen. Also Smoky Eyes ist dann weniger mein Ding. Ich trage dann eher schön farbige Looks. Muss ich mich vielleicht auch einfach gerade ein bisschen dran gewöhnen, weil ich das, wie gesagt, so selten trage. Aber muss man dann gleich sehen, wenn der ganze Look fertig ist. Vorher kann man das eh nie genau sagen, wie es ist.
So, dann trage ich nämlich als erstes meinen Eyeliner auf. Den hatte ich bestimmt schon mal, aber erstmal hole ich euch mal wieder weiter raus. Den hatte ich bestimmt schon mal, aber ich weiß es nicht genau. Den Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen and Waterproof. Hat eine ultra feine Spitze. Ich denke mal, damit werde ich hoffentlich gut arbeiten können. Gefällt mir so ganz gut. Man kann richtig präzise arbeiten, kann richtig schön scharfen Wing machen, kann das auch alles ganz schön dünn machen. Ist halt die Frage, wie lange der auch hält. Ne? Ich kenne natürlich auch viele aus der Drogerie, die dann super schnell austrocknen, wo sich das natürlich dann auch nicht lohnt. So, als nächstes habe ich dann Wimpern, die glaube ich auch neu sind. Das sind diese hier. Und die werde ich mir jetzt erstmal als nächstes auftragen. Das mache ich aber gerade nicht vor Kamera. Dauert ja eben ganz lange und nicht, dass gleich mein Speicher oder so voll ist. So, die Wimpern sind aufgetragen, wie ihr seht. Sehen schön aus, sind recht natürlich, also... Ja, ich bevorzuge meistens ein bisschen krassere Wimpern, aber ist okay. Als nächstes benutze ich eine Mascara und zwar Catrice Glam Doll 4 Lashes Mascara. Diese hier, sonst benutze ich immer die, habe ich die auch hier liegen? Die wasserfeste Version benutze ich eigentlich immer, habe ich mir schon 100 Mal nachgekauft. Ich bevorzuge nämlich generell wasserfeste Mascaras, aber die hatte ich in irgendeiner Box und deswegen werde ich die jetzt auch mal testen, aber ich denke, die wird ja ähnlich sein. So viel wird man jetzt ja eh nicht erkennen, weil ich Wimpern jetzt drauf habe. Ich will jetzt nur die echten Wimpern mit den falschen verbinden mit der Mascara, damit es nicht so auffällt. So. Manche machen das ja auch. Ah, da sitzt die Die eine Wimper sitzt nicht sowieso. Manche machen ja auch erst, tuschen sich erst die Wimpern und dann machen die die falschen Wimpern drauf. Aber das finde ich total doof. Also verstehe ich auch die Logik nicht so ganz. Das würde für mich auf jeden Fall nicht funktionieren. Ja, Laura malt ja die Nase an, ist okay. So. Ja, muss man weiter testen, kann ich noch nichts Genaues drüber sagen. Und dann kommen wir zu den Gesichtsprodukten. Da habe ich als erstes den Bronzer, den ich eben schon ein bisschen fürs Augen-Make-up benutzt habe. Das ist der... Catrice Sunglow Matte Bronzing Powder Water Resistant for Medium Skin. Gehe ich ein bisschen rein und trage das hier auf. Der ist auf jeden Fall gut pigmentiert, merke ich gerade. Aber kann man ja alles verblenden. Der gefällt mir auf jeden Fall gut. Den werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Ganz solides Produkt, würde ich sagen. Und dann ein auch neuer Blush. Catrice Blush Box Water and Sweat Proof. Also auch gut fürs Gym. Da steht überall, ach, ich habe jetzt übrigens die Farbe 020 Glistening Pink. So sieht es aus. Da sind immer so kleine Sprüche drin. Hier steht es Go Win Sheer. Da gehe ich einfach mit meinem Real Techniques Blush Brush rein und trage das auf. Schöne Farbe und schöner Blush. Also gefällt mir gut. Werde ich definitiv auch weiter benutzen. Und dann kommen wir auch schon zum Highlighter. Das ist eine lustige Geschichte. So lustig ist es nicht, aber... den hatte ich, glaube ich, schon mal. Und zwar ist es der High Glow Mineral Highlighting Powder. Das Highlighting Powder. So sieht das aus. Und ich meine, ich hatte das und habe es tatsächlich irgendwann verkauft. Weil ich der Meinung war, ich fand es nicht gut. Dann habe ich auf YouTube so viel Gutes über diesen Highlighter gehört.
Und habe mir auch noch andere davon gekauft. Es gibt jetzt neue Varianten, die bei den Swatches auch sehr gut waren. Dachte ich mir, komm, ich kaufe mir nochmal, ne? Habe ja nicht genug Geld, ich kann ihn mir nochmal kaufen, obwohl ich ihn gerade erst verkauft habe, aber ist okay. Und deswegen will ich den jetzt gerne nochmal testen und mich davon überzeugen, dass er hoffentlich jetzt gut ist. Vielleicht wurde ja auch die Formulierung mal geändert, ich weiß es. Oh. Oh. Wow. Okay. Was hat mich denn daran gestört? Glitzerpartikel hat er auch nicht drin, so grobe. Haben die Formulierung mal geändert? Ich bin der Meinung, ich fand den doof. Aber das sieht richtig gut aus, oder? Also, wenn das kein Glow ist, dann weiß ich es nicht. Wow. Das fasziniert mich gerade ein bisschen. Ich bin froh, dass ich mir den nochmal gekauft habe, aber ich bin ein bisschen verwirrt, warum ich den das erste Mal nicht mochte. Weil ich den tatsächlich richtig gut finde. Also richtig gut. Ihr guckt mal, ich gebe das nur einmal auf und es ist ein richtig schöner Glow einfach. Gefällt mir richtig gut. In der Kamera hat das so einen richtigen Wet-Look. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wow. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich werde den nicht nochmal verkaufen. Keine Ahnung, was da mit mir war. Dann habe ich als nächstes ein Lippenprodukt. Das ist der Dewy Full Lips Conditioning Lip Butter. So sieht das aus. Und den trage ich jetzt auch mal auf. Ist übrigens die Farbe 020 Let's Do This. Ah, okay. Hat hier so einen Pinselapplikator. Testen wir mal. Sieht richtig schön aus. Halt so ein Gloss. Riecht nicht. Oh, habe ich das jetzt auf meine Nase geschmiert? Riecht nicht. Also das gefällt mir gut. Ich mag auch die Verpackung wieder. Auch wieder hier oben das Rose Goldene. Gefällt mir sehr gut. Die Farbe ist sehr schön. Klebt nicht. Fühlt sich angenehm auf den Lippen an. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich bin positiv überrascht. Ich dachte auch eher, das wäre noch schierer, also dass man weniger Farbe sehen würde. Dass es eher so ein Balm ist, aber das sieht doch ganz nett aus, so für den Alltag. Und zu guter Letzt habe ich noch, habe ich auch schon öfter ausprobiert, Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray. Und so sieht das aus. Ist auch schon fast leer, wie ihr seht. Oh, da seht ihr es. Und kann ich jetzt schon sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist eins meiner Liebsten und sprühe ich jetzt einmal komplett auf. So. Ja, das ist mein fertiger Look zu den Catrice-Produkten. Jetzt sind meine Haare nass. Ich muss mir das mal einmal gerade im Spiegel angucken. Aber mir gefällt der Look soweit ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, ich hatte jetzt kein Produkt, was ich schlecht fand, oder? Nö. Also eigentlich hat mich alles überzeugt. Gut, den Primer kann man noch nicht genau sagen, aber der hat mir auch ganz gut gefallen. Eigentlich. Die Mascara weiß ich noch nicht so gut. Weiß ich noch nicht, ob das sowas für mich ist, aber sonst. Ich hole ihn nochmal näher ran. Ich mag den Look, letztendlich wie er rausgekommen ist, kann euch die Produkte wärmstens empfehlen. Catrice ist sowieso einer meiner Lieblingsdruckeriemarken und ja, die Produkte haben mich alle sehr, sehr überzeugt. Ich werde die auf jeden Fall alle weiterhin benutzen und freue mich darüber natürlich, weil ich dafür natürlich auch ein bisschen Geld gelassen habe, um die alle zu testen jetzt für euch. Aber umso mehr freut mich das natürlich, dass ich dass mir die alle gut gefallen und ich die weiterhin in meiner Routine benutzen kann. Ja, so, das war's dann mit diesem Video.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von diesen One-Brand-Looks sehen möchtet, wo ich wirklich nur eine Marke teste, wo viele First Impressions enthalten sind, dann schreibt mir das doch gerne mal. Würde ich nämlich tatsächlich ganz gerne machen. Ich finde das ganz interessant. Erstmal so mit Drogeriemarken, also vielleicht mal mit Essence noch. Die haben ja auch ein neues Update, also da könnte man ja noch einiges machen. Also, sagt mir das gerne. Ich bin bereit, das zu tun. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.